Die Aufgabe in meiner Gruppe war es, die Entwicklung des Internets grafisch darzustellen. Dazu haben wir erst Recherchen betätigt und anschließend uns überlegt, wie wir das Ganze auf einem Plakat visualisieren können. Wir machen ein Kühlwarenkonzept für Großfirmen. Ja, und machen auch noch die Software dafür. Mein Team behandelt das Thema Szenario Supermarkt. Das heißt, wir überlegen uns, wie ein Supermarkt in Zukunft aussehen könnte, vor allem auch mit digitaler Vernetzung. Unsere Gruppe hat Piktogramme erstellt zu dem Thema digitale Vernetzung. Und ja, das ist so ein bisschen Mindmap-artig geworden. Unser Projekt drehte sich um den Marktplatz und dazu haben wir einen interaktiven Infostand gestaltet, mit dem man Infos über die Stadt erhält, indem man sich auf einer Stadtkarte bewegt. Meine Gruppe macht eine Ausstellung über drei Geräte, die wir haben, damit wir einen Vergleich haben zwischen der technischen Entwicklung. Wir haben einmal ein Smartphone, dann haben wir einen veralteten PC und einen katastrophal veralteten PC.